meine Lieben, was hat das zu bedeuten? Sagen die Leute, hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Hier ist diese Zwiespältigkeit sichtbar. Was hat das zu bedeuten? Und hier wird eine neue Lehre verkündet. Die Leute bemerken die Vollmacht. Aber dieses Argument, die neue Lehre, ist eigentlich schon das Todesurteil von Jesus. Damit lehnen sie ihn ab. Weil alles, was etwas Neues ist, das kann nicht für die Juden vom Geist Gottes sein. Und was hat das zu bedeuten? Das ist so eine kritische Distanz, die eigentlich sich verweigert. Hier steckt eine Menge Lüge drin, in diesen paar Worten. Weil man dieser Vollmacht sich entziehen möchte. Weil man nicht will, dass Gott hier wirklich in seiner Vollmacht in meinem Leben wirkt. Im Grunde nichts anderes als das, was die Dämonen sagen. Sie sagen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Sie kennen Jesus. Aber sie wollen nicht, dass er sein Wort, seine Wahrheit, sein Reich verbreitet in dieser Welt. Denn sie verweigern sich. Und das ist eigentlich die Hölle der Dämonen, dass sie sich Gott verweigern. Und sie geben Jesus die Schuld, dass er sie ins Verderben stürzt. Eigentlich ist das nicht richtig. Sie stürzen sich selbst ins Verderben. In ihrem Stolz, in ihrer Nichtbereitschaft umzukehren. Sie wollen nicht und sie können nicht. Und sie anerkennen auch nicht, dass sie selbst daran schuld sind. Nein, sie geben Gott die Schuld, dass er sie ins Verderben stürzt, obwohl sie selbst sündigen. Warum das alles? Es soll uns vor Augen halten, dass wir hoffentlich in einer abgeschwächten Form all diese Momente auch in uns tragen. Und dass wir sie schon von Weitem erkennen. Wenn wir innerlich Gott gegenüber rebellieren, mürrisch sind, ihm die Schuld geben und so weiter und so fort, versuchen wir immer neu, auch wenn wir das Kreuz tragen müssen, nicht aufzubegehren. Immer wieder neu zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Aber gib mir die Kraft dazu, den Weg zu gehen. Lass mich erkennen, was du von mir willst. Und ich will mich fühlen. Aber getrennt von dir kann ich gar nichts. Bitten wir die Gottesmutter um ihr mütterliches, demütiges, reines Herz, damit auch wir, die Magd des Herrn ist, mit ihr dem Herrn dienen. Amen. Vergelt's Gott.